Daniel Sölter ist 28 Jahre. Er hatte noch nie Sex. Man fragt sich auch, hey, was mache ich irgendwie falsch, was andere richtig machen? Seine Annäherungsversuche bei Frauen scheitern meist. Wenn er mit allen Frauen so umgeht wie mit mir, ist ja wohl klar, dass die alle sagen, oh, tschüss. Auch die 32-jährige Michaela ist noch Jungfrau und hat noch nie einen Mann geküsst. Ich vermisse schon jemanden an meiner Seite, auch wenn ich vielleicht nicht direkt an körperliche Nähe denke. Beim Speed-Dating stößt sie auf Unverständnis. Wäre es für dich schlimm, wenn eine Freundin, also deine Freundin Jungfrau wäre? Hoppala, als Sternzeichen, habe ich kein Problem damit. Nee. Uwe Bilo ist 51 Jahre alt. Auch er hatte noch nie Sex und noch nie eine Freundin. Mit den Frauen will es einfach nicht klappen. Wie die Frauen ticken, ich bin leider kein Frauenversteher. Will mich denn keiner? Mit 30 noch Jungfrau. Jetzt bei Stern TV Reportage. Die Universität in Koblenz. Hier studiert Michaela Krause Kunstwissenschaften. Sie ist im 5. Semester. Trotzdem kennt sie auf dem Campus fast niemanden. Michaela ist eine Außenseiterin. Mit 32 Jahren ist sie noch Jungfrau und hat sogar noch nie einen Mann geküsst. Also es tut schon weh, nicht dazu zu gehören, nicht integriert zu sein, auch in die Gemeinschaft und auch allein immer da zu stehen. Während andere mit ihrem Partner unterwegs sind, bin ich halt immer derjenige, der allein dabei steht. Und das ist dann schon irgendwie ein doofes Gefühl, was ich natürlich auch gerne ändern möchte. Die Studentin träumt von der großen Liebe. Doch sie ist zu schüchtern, um Kontakt mit Männern aufzunehmen. Die 32-Jährige lebt in Boos, einem 640-Einwohner-Dorf in der Eifel. Die meiste Zeit verbringt sie zu Hause in ihrem Elternhaus, zusammen mit ihrer jüngeren Schwester Ariane. Auch sie ist mit 28 Jahren noch Jungfrau. Dass beide Töchter noch zu Hause leben, ist für Mutter Carmen kein Problem. Ich hänge sehr an meinen Mädchen. Und ich bin eigentlich froh, dass sie noch zu Hause sind. Also ich würde sie schmerzlich vermissen. Und wie gesagt, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, dass sie eines Tages aus dem Haus ging. Nur zu Hause fühlt sich Michaela sicher. Ihr Zimmer ist noch immer eingerichtet wie bei einem Teenager. Beklebt mit Postern von Rockstars. Das sind die Männer, die Michaela anhimmelt. Aus der Distanz. Michaela hat Angst vor Nähe. Dennoch träumt sie von einem Mann zum Kuscheln. Ich vermisse schon jemanden an meiner Seite, auch wenn ich vielleicht nicht direkt an körperliche Nähe denke. Aber es wäre halt schon schön, wenn man jemanden hat, wo man auch weiß, der liebt mich, den kann ich lieben. Er ist da für mich und er ist an meiner Seite. Und es gibt dann einem schon etwas Sicherheit. Aber bis dieser Schritt dann gemacht ist, ist halt auch unheimlich weg noch da. Michaela leidet unter diesem Zustand. Sie sehnt sich nach einem festen Freund. Es ist für mich auch sehr, sehr belastend, dass ich keine Nähe zulassen kann, dass da immer bei mir so eine Hemmschwelle auch dazwischen ist und die einfach nicht so richtig weggeht. Das ist wie so eine Mauer, wie ein Eisblock praktisch, der einfach nicht weggeht, auch wenn ich ihn gerne mal weghaben möchte. Die beiden Schwestern gehen nur selten aus. Rainer und Carmen Krause zogen vor 20 Jahren von Hamburg nach Boos in die Eifel. Dass seine Töchter hier keinen Mann finden, daran sind sie nach Ansicht des Vaters selber schuld. Ja, das, was sie haben wollen, kriegen sie nicht. Und was sie kriegen, wollen sie nicht. Da sind ja so Vorstellungen von den Stars da, so von den Musikbands. Die wollen wir haben, ne? Und wenn nicht, nehmen wir keinen. Er sollte schon also gut aussehen, vernünftig auch aussehen. Und er muss nicht gerade so potthässlich sein wie die meisten, die hier so auf dem Land rumlaufen. Auch die Mutter belastet die Situation. Aber eine Lösung weiß auch sie nicht. Doch, es tut mir leid. Doch, weil ich denke, sie sind auch ganz passabel, beide. So. Aber wie gesagt, das müssen sie alleine entscheiden. Und ich kann ja nicht sagen, so, jetzt aber zack, zack, holt euch ein. Und jetzt ist egal wen. Und dann ab, unter die Haube. Nee, also was geht nicht. Rainer Krause hat mittlerweile die Hoffnung aufgegeben, seine beiden Töchter noch unter die Haube zu bringen. Die beiden seien einfach zu wählerisch.
Ja, Herr Krause, was meinen Sie denn so mit der Michaela? Wie sehen Sie das? Ja, ich sehe das ganz schlecht. Also, ziemlich alt schon. Ne? Und dann auch jetzt anfangen, bis das Studium fertig ist. Na, ich glaube da nicht mehr dran, dass das irgendwo noch was klappt. Bis da mal der Richtige kommt, den sie akzeptiert, das ist sehr schwer für den. Ein falsches Wort, eine falsche Links, ein falsches Hobby, ein falsches Das und schon wird er abgeschoben. Am meisten vermisst Michaelas Mutter ein paar Enkelkinder. Es wäre schön, wenn hier so ein kleiner Stöpsel rumlaufen würde. So ein, das wäre mein größter Wunsch. Aber ob ich den erfüllt kriege, ich weiß nicht. Ich glaube es nicht. Nee, ich glaube es nicht. Das Studentenwohnheim der Uni Hannover. Hier wohnt Daniel Sölter. Er studiert Betriebswirtschaft. Auch der 28-Jährige ist ein Außenseiter und hatte noch nie Sex. Als ich 12 war, habe ich einfach so ein bisschen rumgeknutscht und dann auch eine Freundin gehabt. Oha, oha, das hat dann aber auch nur so anderthalb Wochen oder sowas gehalten. Und danach ist eigentlich nie wieder was gelaufen. Und ansonsten sitzt halt Kumpelinen. Daniel Sölter sehnt sich nach Liebe und Geborgenheit. Ein Mädchen, das ihn versteht und das ihn so nimmt, wie er ist. Ich bin auf der Suche nach einer festen Partnerin und nicht auf sowas wie ein One-Night-Stand oder sowas. Und weil ich einer Partnerin auch erstmal zu 120% vertrauen muss, bevor ich mich auch mit dir körperlich einlasse. Haben Sie da auch Angst davor, dass die Frau irgendwie blöd reagieren könnte? Oh ja, auf jeden Fall, weil das ist halt nicht alltäglich, nicht? Dass man mit 28 noch nie eine Freundin hatte. Und deswegen denke ich schon, dass die Frau da etwas, naja, zumindest würde sie nachbohren. Und dieses Nachbohren, ja, wieso denn nicht, warum denn nicht? Und das fände ich dann schon ein bisschen nervig. Zu seiner Mutter aus Oldenburg hat Daniel Sölter kaum noch Kontakt. Seinen Vater, ein Engländer, hat er nie kennengelernt. Der Single ist im zweiten Semester und muss viel lernen. Da bleibt wenig Zeit, eine Frau kennenzulernen. Ja, natürlich, man fühlt sich natürlich ein bisschen allein, das ist ganz klar. Teilweise auch ein bisschen ausgegrenzt, weil das halt nicht normal ist. Soll jetzt natürlich nicht heißen, dass ich damit hausieren gehe und sage, hoho, schaut mich an, ich hatte noch nie eine Frau in meinem Bett und so weiter und so fort, ich hatte noch nie eine Freundin, das tätowiere ich mir natürlich nicht auf die Stirn. Und das ist auch, glaube ich, was sich niemand gerne auf die, womit halt niemand gerne rumposaunt. Und dafür gibt es halt Foren, wo man sich halt austauscht. Ich bin ja selber in einigen Foren aktiv, wo man halt wirklich unter Gleichgesinnten ist. Doch Daniel Sölter gibt sich nicht mit jeder zufrieden. Der Unberührte hat genaue Vorstellungen von seiner künftigen Partnerin. Herr Sölter, wie müsste denn Ihre Idealfrau sein? Ja, so eine Idealfrau habe ich eigentlich gar nicht. Also das, was man unter einer Traumfrau versteht, das gibt's bei mir gar nicht. Also sie vom Äußeren her habe ich eigentlich nur zwei Komponenten, die ich ausschließe. Einmal das Modell Twiggy, also totales Untergewicht. Und natürlich genauso wie das Modell Übergewicht. Ja, also eine Frau, die übergewichtig ist, das würde nicht passen. Ja. Ja, und ansonsten sollte sie die kompletten Grundeigenschaften haben, wie ehrlich, lieb, nett, treu. Da ich sehr viel Sport mache, sollte sie sich auch vielleicht ein bisschen bewegen und nicht unbedingt gerade ein Couch-Potato sein. Und und der Rest ergibt sich halt. Schon seit längerem surft Daniel regelmäßig in der Single-Börse. Doch keine dieser Frauen hat bisher ernsthaftes Interesse für ihn gezeigt. Bislang ist noch nicht so wirklich was zurückgekommen. Was glauben Sie, an was könnte das liegen? Ja, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich habe ich irgendwie zu komische Hobbys oder es liegt irgendwie am Foto oder sowas, weil ich glaube, im Internet geht halt schon sehr viel über das Äußere, geht halt schon sehr viel über das Foto und es ist schon sehr viel Oberflächlichkeit da mit dem Spiel halt, nicht? Wie glauben Sie denn, wirken Sie auf Frauen? Ja, wenn ich das mal so wüsste, also ich habe noch keine gefragt, wie ich auf die Frauen wirke. Vielleicht als, ja, ziemlich sportverrückt oder irgendwie sowas in der Art. Euskirchen bei Köln. Hier wohnt Uwe Bilo, zusammen mit seinen Eltern. Der Museumsangestellte ist Junggeselle und hat bisher weder eine Frau noch eine eigene Wohnung gehabt. Vater und Mutter bewohnen das untere Stockwerk. Uwe wohnt in der ersten Etage. Zwei Zimmer, 30 Quadratmeter. So, das hier ist mein Reich. Ich wohne hier bei meinen Eltern im Elternhaus. Trotz meiner 51 Jahre bin ich ja noch Junggeselle. Ich habe hier in diesem Haus zwei Zimmer. Einmal hier das Wohnzimmer, wo ich auch meinen Schreibtisch habe, meine ganzen
etlichen 100 Bücher. Und in der Hauptsache sitze ich dann meistens, wenn ich zu Hause bin, hinterm Computer. Und mein ganz großes Hobby ist seit Jahren der Amateurfunk. Mit dem Amateurfunk, da sitze ich immer hinter diesen Geräten und unterhalte mich mit dem Rest der Welt. Es gibt einen Spruch, der Funkamateur hat Freunde in der ganzen Welt, nur nicht in der Nachbarschaft, weil ein Funkamateur zwangsläufig in der Nachbarschaft irgendwelche Fernseh- oder Radiogeräte stört. Uwes große Liebe sind seine Funkgeräte. Mit ihnen verbringt der 51-Jährige seine Freizeit und lernt dabei Menschen aus der ganzen Welt kennen. CQ, 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 Delta Hotel 1 Kilowatt United calling CQ. CQ, CQ, Delta Hotel 1 Kilowatt United. America 1 Delta Bravo India, correct? Oh yes, you all saw 5x9, 5x9, a very good strong single. Was reizt Sie denn jetzt so an dem Hobby? Je nachdem, zu welcher Tages- und Nachtzeit man anmacht, kriege ich mal Verbindungen in die weite Welt. Ich habe also schon Amerika, ich habe Philippinen aus Japan, verschiedenen afrikanischen Ländern, Israel, Libanon. Dann habe ich einen Amerikaner aus dem Bundesstaat Washington gehabt. Also so auf der Westseite von Amerika. Mit dem habe ich mich fast eine halbe Stunde unterhalten. Über was der für Antennen hat, was ich für Antennen habe und über die ganze Technik. Uwe ist nun mal ein Technikfan. Auch im benachbarten Schlafzimmer haben die Geräte Einzug gehalten. Man hört ein Oszilloskop, LC-Meter, Vielfachmessgerät. Und das alles im Schlafzimmer? Ja, ich habe leider nur diese zwei Zimmer. Mehr Platz habe ich dafür leider nicht. Sonst müsste ich meine Eltern rausschmeißen und das kann und will ich denen nicht antun. Meinen Sie denn, dass eine Frau sich hier wohlfühlen würde? Ja, müsste einiges umgebaut werden, damit da ein Doppelbett reinpasst oder ein breiteres Bett. Doppelbett muss ja nicht unbedingt sein. Wenn man Doppelbett sind ja zwei Betten, dann liege ich mir sehr weit auseinander. Da kann man ja gleich in getrennten Zimmern schlafen. Für eine Frau ist in Uwes Bude neben dem Hobby wenig Platz. Und außerdem hat die Technik auch einige Vorteile, die eine Frau nicht zu bieten hat. Dieses Hobby hat im Gegensatz zur Frau eine leider sehr selten genutzte Möglichkeit, nämlich die Geräte kann man ausschalten, die haben einen Ausknopf. Und das kann man bei einer Frau nicht und die meisten vergessen das. Aber bei mir käme dann natürlich die Frau in erster Linie und dann das Hobby. Hinter der humorvollen Fassade des Rheinländers steckt aber auch eine ernsthafte Seite. Mit 51 Jahren ist Uwe noch immer alleine. Und natürlich sehnt er sich in Wahrheit nach einer Frau in seinem Leben. Hochzeit, Familie oder Kinder, davon ist Uwe weit entfernt. Mir fehlt manchmal wirklich ein Mensch, wenn ich nach Hause komme und habe dann irgendwelche Rückschläge erlitten, dass ich mich hinsetzen kann, die Füße hochlegen kann und einen lieben Menschen in den Arm nehmen kann und ganz einfach nur hängen lassen kann. Oder aber auch, dass ich für einen Menschen da sein kann. Uwe Bielow hatte noch nie eine ernsthafte Beziehung. Während seine Schulfreunde Partys feierten und Mädchen kennenlernten, verlor Uwe den Anschluss. Ja, meine erste Freundin, erste richtige, hatte ich eigentlich erst mit 18. Ist dann auch irgendwann einfach so im Sande verlaufen. Ja, vermutlich, weil ich mich nicht intensiv genug gekümmert habe oder beziehungsweise nicht, weiß ich nicht so genau. Wahrscheinlich war ich zu passiv. Ja gut, was war das für ein Gefühl? Das hätte mir einer mit der Keule zwischen die Lichter, zwischen die Augen geknallt. Dann war dann wieder so 3-4 Tage lang, absolutes Stimmungstief. Ja, gut deutsch gesagt, ich hätte heulen können. Ich hoffe nicht, dass es an mir liegt, dass Frauen Nein sagen. Also so unattraktiv und so abstoßend bin ich ja nur wirklich nicht. Aber was, wie die Frauen ticken, ich bin leider kein Frauenversteher. Obwohl Uwe kein Frauenversteher ist, hat er die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Jede Woche trifft er sich mit seinen Kollegen aus dem Funkerclub. Und die wissen ziemlich genau, was für eine Frau Uwe braucht. Haare auf der Zähne haben. Richtig lange Haare müsste sie haben. Und sie müsste den scheuchen, so noch und nöcher. Ich hab gedacht, wir wären Freunde. Ja, also ab und zu könntest du ja so ein bisschen Antrieb gebrauchen. Ja, gut. Aber was könnte denn der Herr Bielow an sich
ändern, damit das mal was wird? Mit einer Heirat zum Beispiel. Der müsste mehr unter die Leute gehen, würde ich sagen. Einmal im Urlaub hätte es ja auch beinahe geklappt, wenn Uwe besser aufgepasst hätte. Also ich habe ja immer nach der verkehrten Frau geguckt. Ich auf Mallorca habe ich Mutter und Tochter kennengelernt. Die Tochter war natürlich halb so alt wie ich. Bildhübsch, Vater Jamaikaner, Mutter Hamburgerin. Ich war hinter der Tochter her und die Mutter war hinter mir her. Und ich habe nicht geschnallt. Und gleich Uwe Bilo beim Single-Kochkurs. Kochen und flirten gleichzeitig. Das überfordert ihn. Du musst selber einfach ein bisschen mehr aktiv werden. Und Daniel Sölter hat ein Blind Date. Ja, ich bin schon ein bisschen gespannt darauf, ihn mal kennenzulernen, so richtig jetzt. Uwe Bilo ist 51 Jahre alt und lebt keusch bei seinen Eltern. In einer Internet-Singlebörse sucht der einsame Junggeselle nach einer Frau. Nicht irgendeine. Er hat da seine Ansprüche. Natürlich, je schöner, desto lieber. Aber gut, wie soll ich die Frau beschreiben, die ich suche? Soll gut fraulich aussehen. Wobei, ja gut, allzu dick sollte sie nicht sein. Sollte vor allen Dingen auch gepflegt aussehen. Sollte ein Gesicht haben, wo man gerne reinguckt. Uwe erhält erste Vorschläge von Frauen, die ihm gefallen könnten. Aber er ist kritisch. Die guckt, ich würde, ja gut, für so ein Foto, da lacht man doch. Also wenn die schon auf dem Foto so ernst reinguckt, dann mal die nächste. Ah, das sieht doch schon was anders aus. Die guckt mich an, lacht mich an. Das ist so, up. Ach, und hier ist er noch als lustiger Clown im Karneval. Ja, die scheint auch in die Kamera zu lächeln, aber ja, die sitzt mir dahin drapiert wie ein Parfümflakon vom Werbefotografen und 49 Jahre, ja gut. Pädagogin, Psychosynthesetherapeutin, was bitte ist das? Was muss die Frau denn so für Charaktereigenschaften mitbringen? Ja, die muss offen sein, ehrlich sein, muss verzeihen können, muss mich natürlich so nehmen, wie ich bin, weil ich bin nicht gerade der unkomplizierte Typ. Ja, die muss also durchweg positive Charaktereigenschaften haben, wie jeder Mensch eigentlich haben sollte. Die Internetbörse veranstaltet auch diverse Events, bei denen sich Singles persönlich kennenlernen können. Uwe wählt als erstes einen Kochkurs aus, um endlich seiner Traumfrau zu begegnen. Für das Flirten am Herd muss sich Uwe natürlich zurecht machen. Denn auch das Aussehen spielt bei Frauen eine wichtige Rolle. Ich finde doch, ich sehe gepflegt aus und mache eine halbwegs gute Figur. Dass ich also auch, dass die Frauen auch nach mir gucken, bilde ich mir doch ein. Frisch frisiert und hergerichtet macht sich Uwe auf den Weg zu seinem Singletreff. Guten Tag, findet hier der Kochkurs statt? Uwe Bilo, mein Name. Ah ja, schön. Zum ersten Mal seit Jahren trifft er sich mit anderen Singles. Er hatte noch nie eine richtige Freundin. Jetzt hat er seine Chance. 5 Frauen und 5 Männer kochen ein Sternemenü und kommen sich dabei näher. Koch Clemens Tevars und Organisatorin Brigitte Omsels erklären den Ablauf. Und schon finden sich die Teilnehmer in der Küche wieder. Uwe ist zunächst etwas schüchtern und zurückhaltend. Für ihn ist die Situation neu und ungewohnt. Hallo. Wie funktionieren die Herde hier, die Öfen hier? Die anderen Singles finden schnell Kontakt, während Uwe sich zunächst an die fremden Menschen und auch an die ungewohnten Kochaufgaben gewöhnen muss. Doch schon bald findet er sich zurecht und wagt die erste Konversation. Mhm. Wo kommst du jetzt her? Hörst du nach Köln an? Ja, Euskirchen. Ist noch mal 35 Kilometer weiter. Euskirchen ist vor Eifel-Großdorf. Hoffentlich kriege ich das jetzt hin. Was kostet zu Hause auch?
Ab und zu, aber wenig. Hauptsächlich, wenn gegrillt wird, stehe ich am Grill und ich bin dann dafür verantwortlich, dass das Fleisch draufkommt und wieder runterkommt. Und ja, Cordon Bleu und ein Salt im Bocca und dann Steak auf der Pfanne kriege ich auch noch gerade hin. Aber ich wohne im Elternhaus. Und wenn meine Mutter kocht, dann ist kein Platz, weil die Küche ist klein. Die ist 75 das Jahr. Mit diesem Thema macht sich Uwe Bielo nicht gerade interessant. Und so wendet sich Uwes Gesprächspartnerin wieder anderen Männern zu. Überhaupt ist für Uwe das Kochen im Moment wichtiger als das Flirten. Ich kann beides nicht richtig. Und nur zweierlei nicht richtig kann und macht das gleichzeitig, dann geht's in die Hose, dann geht's schief. Und dann ist Kochen jetzt wichtiger? Ja, wir wollen ja schließlich zu Potte kommen. Flirten können wir nachher beim Essen. Das aufwendige Menü ist fertig und nach getaner Arbeit folgt jetzt der Genuss. Uwe hat den Stress nun hinter sich und ist fortan ganz in seinem Element. Frisch Lot. Uwe, am Tisch muss man schick sein. Ey, was ist das? Aber du siehst nicht. Jetzt pass auf, die kommt jetzt gleich so wie die Mütter machen und Taschentuch. Da hast du noch was. Die Singles haben Spaß. Alle unterhalten sich angeregt. Der Abend ist ein voller Erfolg. Uwe hat seine anfängliche Schüchternheit abgelegt und steht im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Veranstalterin Brigitte Omsels interessiert sich für Uwes Eindrücke und gibt am Ende des Abends ein Feedback. Hat dir denn gefallen, du bist denn heute? Oh ja, unheimlich. Echt? So was würde ich gerne. Würdest du gerne noch so was würde ich gerne als Dauerabo machen. Klar. Als Dauerabo ist gut. Ja. Hast du denn heute irgendwie nette Frauen kennengelernt? Ja, sicher, die waren allesamt nett, klar. Ja. Du musst dich schon auch auf die Leute einfach so ein bisschen einlassen. Ne? Also du kamst total sympathisch rüber, das haben auch alle gesagt. Du bist einfach ein netter, offener, ganz normaler Typ. Ganz. Aber du musst auch halt eben gucken, dass du auch zu den Leuten Kontakt suchst. Also das ist mir heute Abend jetzt so besonders aufgefallen. Kontakt finden dauert bei mir immer etwas länger als bei normalen Menschen, aber wenn es dann klappt. Ja, und ich habe jetzt natürlich erstmal gesehen, das Kochen. Du musst selber einfach ein bisschen mehr aktiv werden. Du bist ein super netter, also ich finde dich wirklich super nett, sympathisch. So Rückmeldung kriege ich eigentlich viel zu selten. Wie kommt das? Ja, wahrscheinlich, weil ich viel zu wenig auf die Menschen zugehe. Ja. An seinem ersten Datingabend seit Jahren hat Uwe nun positive Erfahrungen gemacht. Den ersten Schritt, vielleicht einer Frau näher zu kommen, hat er erfolgreich getan. Zurück im Studentenwohnheim. Single Daniel Sölter ist viel allein. Er hat nur einen Freund. Und das ist Holger. Der Mathematikstudent wohnt ein paar Türen weiter. Hi. Hey. Na, ja? Wie geht's? Na, wie geht's? Ja, muss ja, ne? Und sonst? Ja. Und selbst bei dir so? Dasselbe. Läuft das, ja? Das läuft. Das läuft, ja. Und hast du schon irgendwas geplant oder so? Heute noch nicht, Fleißig am Lernen hier. Genau wie Daniel ist sein Freund Holger nicht gerade ein Aufreißertyp. Auch er ist Single. Aber dass Daniel beim anderen Geschlecht keinen Schlag hat, wundert ihn nicht. Naja, seine Art und Weise kann vielleicht etwas abschreckend wirken. Er ist relativ offen und damit muss man als Frau nicht mal erstmal umgehen können. Also als ich ihn damals kennengelernt habe, war es für mich auch sehr ungewohnt, halt diese Art offener Umgang. Aber mittlerweile weiß ich ihn zu nehmen. Also, hau rein. Holger weiß, wie sehr Daniel unter seinem Zustand leidet. Er rät seinem Freund, sich von einem Therapeuten beraten zu lassen. Schon als Jugendlicher hatte Daniel Schwierigkeiten, auf Mädchen zuzugehen. Während seine Mitschüler erste Erfahrungen mit dem anderen Geschlecht machten, ging Daniel leer aus. Also, als ich ein Jugendlicher war, Teenager war, so mit 15, 16, war das eine Zeit, wo ich sehr dick war. Und ich hatte halt eine Knieverletzung, hab mit meinem Sport, mit Badminton aufgehört und habe dann dadurch zugenommen, dass ich auch mal weiter gegessen habe und habe mich dann selber auch total unattraktiv natürlich gefühlt und halt auch nicht begehrenswert jetzt für die Mädels. Wie haben die Mädchen reagiert? Ja, gar nicht halt, ne? Also ich hab's dann auch irgendwie sein gelassen, ich habe dann noch keine irgendwie angesprochen oder sowas. Der Single fühlt sich allein und unverstanden. Man fühlt sich halt ja, als Außenseiter quasi, und das habe ich quasi meine Außenseiterrolle halt bestätigt. Und ich wurde halt vorher schon seit der ersten Klasse eigentlich nur gemobbt in der Schule, gerade auch, weil ich im Schulsport immer als Letztes in der Mannschaft gewählt wurde. Natürlich leidet man drunter und man fragt sich auch, hey, was mache ich irgendwie falsch, was andere richtig machen.
Daniel nimmt Holgers Ratschlag an. Er hat ein erstes Gespräch bei einer Sexualtherapeutin. Dr. Martina Weiß ist Expertin auf dem Gebiet. Der 28-Jährige ist nicht der einzige Mann mit diesem Problem. Wie schätzen Sie das selber ein? Also ich schätze das erstmal so ein. Also verliebt war ich schon, also gar keine Frage. Also ich war selber schon oft verliebt. Ja, ich bin nicht so der eine, dieses, ich glaube, man nennt diesen Fachbegriff Love-Shy ist, also der so Angst vor Berührungen hat. Und meine weiblichen Freundinnen, die, also meine Kumpelinen, die umarme ich auch bei der Verabschiedung und bei der Begrüßung. Ich habe damit überhaupt keine Schmerzen. Ja? Berührungsängste kenne ich eigentlich kaum, weil das sind halt wirklich Freunde für mich. Ich denke, es liegt zum einen an meinem Äußeren, da ich nun mal nicht, ja, ich sag jetzt mal, wie dieser typische Mann dargestellt werde, den Frauen sich immer wünschen, also irgendwie mit einer Wuschelfrisur oder sowas. Ich habe ja auch sehr, ja, ich habe schon lichte Haare hier vorne, aufgrund einer Schilddrüsenerkrankung, einer Schilddrüsenunterfunktion. Das wurde halt festgestellt und, ja, eine leicht schiefe Nase, okay, das sieht man jetzt kaum, aber, wie gesagt, es sind halt so Sachen, die einem dann beim näheren Betrachten im Spiegel dann auffallen. Worum man sagen könnte, daran könnte es vielleicht liegen. Eine Idee könnte ja sein, Sie haben ja geschildert, dass Sie mehrere gute Freundinnen haben, dass Sie die einfach mal fragen, wie Sie bestimmte Dinge finden, dass Sie sich Rückmeldung, Feedback sozusagen holen von Ihren Freundinnen. Daniel wirkt auf den ersten Blick kontaktfreudig. Doch die Therapeutin weiß, hinter der offenen Fassade steckt oft Angst vor Nähe. Zum Beispiel hatte Herr Sölter ja auch gesprochen von Mobbing-Erfahrungen während der gesamten Schulzeit. Das sind sicherlich sehr wesentliche Erlebnisse, die dazu führen, dass dann ein Mensch ja einfach ungute Erfahrungen gemacht hat und gelernt hat, sich sehr stark schützen zu müssen. Weiter hinzuzählen kann man aber auch sexuelle Gewalterfahrungen oder sonstige schwere Kränkungs- oder Vernachlässigungserfahrungen in der Kindheit durch eben nahestehende Bezugspersonen. Mobbing in der Schule. Auch Michaela Krause hat jahrelang darunter gelitten. Sie war ein unbeschwertes Mädchen, doch dann zog die Familie aus Hamburg nach Boos in die Eifel und alles änderte sich. Hier wurde die 10-Jährige von ihren Mitschülern übel gemobbt. Ich habe auch gar keine Hilfe bekommen, nicht von Lehrern, und ich konnte mich auch nicht wehren dagegen. Ich konnte nicht sagen, so, der hat mich geschlagen oder sowas, oder der hat meine Sachen kaputt gemacht, weil die haben das dann mehr auf Psycho gemacht. Die haben mich zum Beispiel mit Müll beschmissen in der Klasse auch, oder haben meinen Tisch auch abseits von allen anderen gestellt. Die haben zwei Reihen gemacht mit ihren Tischen, und mein Tisch, der war dann 5 Meter davor in der Mitte, sodass ich dann richtig so ein Zielobjekt war. Und das hat auch tiefe Spuren hinterlassen. Michaela litt so sehr unter ihren Mitschülern, dass sie jahrelang kaum noch das Haus verließ. Bis heute haben die Erlebnisse tiefe Spuren hinterlassen. Und ich habe das also nicht hundertprozentig überwunden, bis heute nicht. Auch wenn ich die Leute heute sehe, die damals in meiner Klasse waren, ich kann auch nicht mit denen reden, ich kann die nicht angucken, ich gehe auch nicht zu Klassentreffen hin. Also es waren sogar Leute hier gewesen, die gesagt haben, ja, komm noch zum Klassentreffen. Wir waren doch alle jung und wir wussten ja nicht, was wir tun und so. Und ich sage dann nur, nein. Michaela will ihrem keuschen Dasein endlich ein Ende setzen. Die 32-jährige Jungfrau fährt nach Köln, um an einem Speed-Dating teilzunehmen. Vielleicht findet sie ja bei dieser Veranstaltung einen Partner. Für die schüchterne Michaela ist dieser Schritt eine große Herausforderung. Die Kunstwissenschaftsstudentin wurde in ihrem ganzen Leben noch nie von einem Mann geküsst. Also ich habe jetzt mal die Erwartungen runtergeschraubt, damit ich nicht zu viele Erwartungen an ein Speed-Dating stelle. Aber ich hoffe einfach, dass nette Leute dabei sind, dass ich vielleicht ein bisschen was üben kann auch, was ein bisschen Flirten angeht, was es überhaupt mal jemanden kennenzulernen betrifft. Also das ist so meine Hoffnung hier. Und vielleicht ist ja auch jemand Nettes dabei, das kann man ja jetzt noch gar nicht wissen. Und gleich, nur gut aussehende Frauen haben bei Uwe Chancen. Wird eine anbeißen? Ich freue mich, muss ich mich mal wiedersehen. Michaela Krause ist 32. Sie wurde nie geküsst und hatte noch keinen Sex. Beim Speed-Dating hofft sie, vielleicht einen Partner zu finden.
In der Regel nehmen hier 5 Frauen und 5 Männer teil. Jeder Teilnehmer hat insgesamt 7 Minuten Zeit, seinen Tischpartner näher kennenzulernen. Die Studentin will niemandem etwas vormachen. Würde es dich denn eigentlich stören, wenn du eine Frau kennenlernen würdest, die noch Jungfrau ist? Das würde mich jetzt mal interessieren. Die noch Jungfrau wäre. Also einige Männer finden das ja irgendwie komisch. Im Gegenteil, ich fände das sogar eigentlich sehr angenehm, ehrlich gesagt. Der erste Tischpartner Sven hat kein Problem mit Michaelas Jungfräulichkeit. Manch anderer reagiert etwas irritiert. Der letzte Kandidat Peter glaubt zunächst an einen Scherz. Wäre es für dich schlimm, wenn deine Freundin Jungfrau wäre? Also wenn die noch gar keine Erfahrung hat? Liebe Michaela, dieser Zustand in Mitteleuropa ist quasi nicht mehr existent. Insofern eine rein hypothetische Frage. Und ich würde sie auch rein hypothetisch mit Nein beantworten. Es ist ein realer Fall, weil ich sitze vor dir und ich bin Jungfrau. Hoppala, als Sternzeichen. Habe ich kein Problem damit? Nee, kein Sternzeichen. Nein, Michaela, ersteres glaube ich einfach nicht. Wie alt bist du? 32. Hoppala. Die Alte scheint mir doch ein wirklich interessantes Gebiet zu sein. Vielleicht solltest du weniger Sushi machen und vielleicht mehr rausgehen. Peter sucht so schnell wie möglich das Weite. Also ich kann es mir kaum vorstellen. Ich hoffe, der Mensch, also Michaela als Mensch, kriegt es irgendwie gebacken, weil irgendwann spielen die Hormone doch auch mal verrückt. Michaela konnte zwar das Flirten üben, doch ihren Traummann hat sie hier nicht gefunden. Also leider war jetzt hier bei dem Speed-Dating niemand dabei, der mir wirklich zugesagt hat. Es waren zwar viele verschiedene Männer dabei, ganz unterschiedlich auch, aber niemand, den ich wirklich näher kennenlernen möchte. Junggeselle Uwe Bielo macht sich auf den Weg zu seinem zweiten Single-Abend, einem Salsa-Tanzkurs. Nach den positiven Erfahrungen beim Kochabend ist Uwe motiviert und entschlossen, endlich eine Frau kennenzulernen. Veranstalterin Brigitte Ormsels hat den Kurs organisiert und viele nette Damen eingeladen, die, wie Uwe, auf der Suche nach dem richtigen Partner sind. Mit dem perfekten Hüftschwung dürfte einem erfolgreichen Abend auch heute nichts im Wege stehen. Zu Beginn hat Uwe jedoch ein paar Schwierigkeiten. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien, empecé mi amigo con la música, ya, mi música, con la música. Der 51-Jährige muss sich erst an die richtige Schrittfolge gewöhnen. Tanzlehrer Lazzaro gibt Einzelunterricht. Quattro, cinque, sei. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Machen wir erst einmal den hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei. Uwe macht Fortschritte und in der Pause nutzt er jede Gelegenheit, um sich mit den anwesenden Single-Damen zu unterhalten und sogar ein wenig zu flirten. Naja, wie ich in der Schule war und dann hatte ich noch Zahnfehlstellung. Da habe ich dann immer das W zu weich ausgesprochen, hatten sie aus meinem Vornamen dann UFO gemacht. Nach der Pause tanzen Frauen und Männer gemeinsam. Eine willkommene Gelegenheit, um Körperkontakt herzustellen. Die ständigen Partnerwechsel sind für Uwe allerdings eine echte Herausforderung. Ja, langsam, ich kann nicht. Jetzt komme ich gleich raus. Nein, nein. Da muss man auch die Füße unter Kontrolle halten. Machst du das gut? Ja, gut. Langsam hat Uwe den Dreh raus und kann sich neben den Tanzschritten auch auf die Damenwelt konzentrieren. Nach dem Salsa-Tanzkurs bietet sich die Chance, die Bekanntschaft mit den netten Damen zu vertiefen. Uwe genießt den Abend und verteilt Komplimente. Du kommst so gut an, siehst gut aus, bist nett. Du hast ein nettes Gesicht, lachst. Das ist die Hauptsache. Dass ich hier so nette Menschen kennenlerne, das freut mich unheimlich. Wie gesagt, würde mich freuen, wenn wir uns richtig mal wiedersehen. Einem weiteren Treffen steht nichts im Wege. Uwe ist seinem Ziel, eine Frau zu finden, wieder einen Schritt näher gekommen. Und er hat neue Kontakte geknüpft.
Einsame Abende vor dem Funkgerät soll es jetzt seltener geben. Er will jetzt öfter ausgehen und Menschen kennenlernen. In Hannover chattet Daniel Sölter in Singleforen, damit er endlich eine Frau kennenlernt. Auch heute versucht er sein Glück. Doch vorher will er noch seine E-Mails checken. Hey, das ist ja toll. Ich habe hier gerade eine E-Mail von Silvana gekriegt. Wir haben so in den letzten Tagen ein bisschen zusammen gechattet. Ja, in der Mail schreibt sie halt, dass sie sich gerne morgen Nachmittag mit mir treffen möchte. Und ja, mal schauen. Okay, kennen Sie die? Nee, gar nicht. Wie sie aussieht? Also, ich kenne sie halt nur vom Chatten her. Und wie sie aussieht, ich habe keinen Plan. Sie weiß allerdings auch noch nichts von ihrem Glück. Also Bilder haben wir gar nicht getauscht. Wie gesagt, haben wir nur ein bisschen nett miteinander geplaudert. Zusammen mit Freund Holger macht sich der Single auf den Weg zu seinem ersten Blind Date. Bisher hatte er in seinem ganzen Leben nur 3 Verabredungen mit Frauen. Ergeben hat sich daraus nie etwas. Er ist unberührt. Und aufgeregt? Was heißt aufgeregt? Aufgeregt nicht so wirklich. Natürlich gespannt. Halt wegen der Silvana. Mal gucken, was das so für eine ist. Kann natürlich sein, dass sie mir überhaupt nicht zusagt und dass ich gleich sage, what the fuck? Aber ansonsten denke ich, schauen wir mal, was das so wird. Doch vorher möchte sich Daniel noch etwas Schönes zum Anziehen kaufen. Schließlich will er gut aussehen, wenn er Silvana das erste Mal gegenübertritt. Der Student ist unsicher. Muss ja was Dunkles sein. Also wenn es so hell ist, sieht irgendwie zur blauen Hose scheiße aus. Finde ich zumindest. Sei denn, du willst, dass sie aussieht wie Kartoffelsack. Ja, komm. Daniel hat endlich ein Hemd gefunden, das ihm gefällt. Mit diesem neuen Outfit fühlt er sich wesentlich attraktiver und gewinnt etwas an Selbstvertrauen für sein Blind Date. Ich bin der Sponsor. Was erwarten Sie sich denn eigentlich jetzt dann? Ich erhoffe mir, dass wir einfach eine nette Zeit zusammen verbringen. Und das ist eigentlich das Einzige, was ich mir erwarte. Ich erhoffe mir jetzt nicht irgendwie die große Beziehung, die große Ehe und 50.000 Kinder, sondern einfach nur, dass wir eine schöne Zeit miteinander verbringen. Ja. Währenddessen wartet Silvana bereits auf Daniel. Die 21-Jährige arbeitet als Telefonistin und kellnert nebenbei in einer Disco. Ich bin jetzt zu dem Date hierher gekommen, weil der Daniel im Chat sehr sympathisch geklungen hat und hat mir auch schon ein bisschen was über sich erzählt. Und ja, ich bin schon ein bisschen gespannt darauf, ihn mal kennenzulernen, so richtig jetzt. Für Daniel wird es jetzt ernst. Silvana und er haben sich beim Chatten kennengelernt. Dass er noch nie Sex hatte, will der Single aber nicht preisgeben. Das ist mein erstes Date und da werde ich mich nicht outen. Definitiv nicht. Daniel und Silvana haben sich zwar schon öfter geschrieben, aber noch nie gesehen. Silvana, hallo. Hey, Daniel. Grüß dich. Wartest du schon lange, oder? Nein, ich bin ein paar Minuten näher. Daniel ist aufgeregt. Mein bester Kumpel, der kam damit erst gar nicht zurecht, so von meiner offenen und herzlichen Art. Oder er so, Kommando überfallen und so. Und ich so, nein, hey, ich bin's nur Daniel. Ja? Hey, ich lach nur mal ein bisschen lauter. Ich lache auch über Sachen, über die sonst kein anderer lacht. Die ich aber trotzdem komisch finde, aber ist doch relativ egal. Anstatt Silvana zuzuhören, redet sich Daniel in Rage. Also in den Chats ist er ganz normal rübergekommen, ganz normal geschrieben. Und eben normaler Mensch, würde ich sagen. Aber jetzt so, wie ich ihn gesehen habe, ist er doch schon ein bisschen vom anderen Stern. Also gar nicht mein Fall. Wie lang war deine letzte Beziehung? Meine letzte Beziehung, ja. Das war so eine Kurzbeziehung eher. Ja, deine längste Beziehung. Meine längste Beziehung, irgendwie so 2 Wochen. Ist das dein Ernst? Das ist mein Ernst, ja. Das ist mein totaler Ernst. Dass Silvana ihn auslacht, steckt Daniel gekonnt weg. Das Mädchen passt sowieso nicht so ganz in sein Idealbild einer Frau. Und auch, dass sie so ja, doch sehr freizügig erschienen ist, mit ihrem tiefen Ausschnitt, das gefällt mir halt nicht so sehr, weil ich bin halt der Mensch, ja, British Understatement halt, der ist doch schon eher dezenter mag. Von meiner Freundin, also meine Freundin sollte das jetzt auch nicht irgendwie haben, dass sie sich schon durch die halbe Stadt irgendwie gepoppt hat. Oder dass sie ja, irgendwie schon, sag ich jetzt mal, Kontakte hatte mit einem zweistelligen Bereich oder sowas. Also jetzt in meinem Alter, das würde mich doch schon etwas abschrecken, wenn ich ehrlich bin.
Aber zweistelliger Bereich ist für, keine Ahnung, 28, glaube ich mal, nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Ja, ich weiß nicht, also wenn man natürlich nur zwei Wochen Beziehungen hat, dann ist das ganz normal, da stimme ich dir völlig zu. Die 21-Jährige ist von der Männerwelt anderes gewohnt. Wenn er mit allen Frauen so umgeht wie mit mir, ist ja wohl klar, dass sie alle sagen, oh, tschüss. Das Treffen war ein Fehlschlag. Daniel hat Silvana in die Flucht geschlagen. Also Daniel möchte ich nicht mehr treffen. Er ist vom Optischen her auch gar nicht mein Fall. Und wie er spricht, ist, keine Ahnung, wie man es nennen möchte, geht gar nicht. Daniel dagegen hat Silvanas Abneigung gar nicht bemerkt. Auf den Schlussandruck habe ich gewonnen, dass die Silvana doch ein ganz nettes Mädel ist. Ja, und als Resümee kann ich sagen, dass es mir auf jeden Fall Dating-Erfahrung gebracht hat. Ganz klar, für spätere Dates. Und dass ich generell ein gutes Gefühl dabei hatte. Dieses Mal hat es nicht geklappt. Aber Daniel Sölter ist wieder um eine Erfahrung reicher. Michaela Krause wünscht sich irgendwann einmal eigene Kinder. Doch erstmal braucht sie einen Mann. Sie hat eine Kontaktanzeige aufgegeben, zunächst allerdings ohne Erfolg. Obwohl die Seite wirklich schön gestaltet ist, ein tolles Foto von mir drin ist, haben sich auf dieser Anzeige leider nur 3 Leute gemeldet. Und die 3, die sich gemeldet haben, das war nicht wirklich was. Vor allen Dingen, die wollten nicht wirklich was von mir. Die wollten dann, also einer wollte irgendwelche erotischen Fotos mit mir machen, was dann gar nicht in Frage kommt. Und ein anderer hatte dermaßen viele Rechtschreibfehler in dem Brief, dass ich den nicht mal zu Ende gelesen habe. Und der dritte hatte zwar einen ellenlangen Brief geschrieben, hatte auch Fotos von sich dabei gelegt, aber das hat irgendwie schon von der Optik gar nicht gepasst. 2 Wochen später hat sich doch jemand auf Michaelas Kontaktanzeige gemeldet, den sie treffen will. Ihre Freundin Kimberly kommt mit. Die hatte gerade eine Augenoperation und wollte lieber zu Hause bleiben. Aber allein hat sich Michaela nicht getraut, denn gleich hat sie ihr erstes Date. Sein Name ist Jens und er kommt auch aus der Nähe von Koblenz, also ganz in meiner Nähe eigentlich. Und ja, er fragt mich halt schon öfter, können wir uns nicht mal treffen, und ich gebe dir mal meine Nummer. Michaela hat den Schritt gewagt und Jens angerufen. In ein paar Stunden wird sie ihn treffen. Ich bin sehr aufgeregt, weil es das erste Treffen mit dem Jens ist. Und ich merke die Nervosität jetzt schon, obwohl ich ihn erst um 18 Uhr treffe. Ich möchte natürlich auch für das erste Date perfekt aussehen. Deswegen gehen wir jetzt auch shoppen. Und wir haben dann später noch einen Termin gemacht bei einer Stylistin, damit ich auch wirklich perfekt aussehe. Neue Klamotten und ein neuer Look sollen ihr Selbstbewusstsein stärken. Also ich erhoffe natürlich mir, dass es ganz, ganz toll aussieht, wenn es fertig ist. Im Moment sehe ich ja gar nichts und ich kann mir auch nicht vorstellen, was gemacht wird, wie viel weggeschnitten wird oder in welcher Art es geschnitten wird. Und ja, ich bin natürlich schon jetzt schon gespannt. Nach 3 Stunden ist das Werk vollbracht. Michaela kann ihre Verwandlung kaum glauben. Mir fehlen wirklich die Worte. Also ich bin auch am Zittern. Ich merke das. Also das ist überwältigend. Das ist wirklich toll. Also hätte ich überhaupt nicht erwartet, dass es so gut aussehen wird. Also es haut mich jetzt echt vom Hocker. Doch dann kommt der große Augenblick. Michaela steht kurz vor ihrem ersten Date. Ich weiß nicht, ich bin irgendwie jetzt total unsicher. So kurz bevor wir ihn jetzt sehen, werde ich dann doch schon nervös. Ich merke das auch, ich zittere total. Du hast überhaupt keinen Grund dazu. Ja, ich hoffe einfach, dass alles gut wird. Es wird schon alles gut. Jens Burmeister wartet bereits am Bahnsteig. Der 31-Jährige ist Industriekaufmann und lebt in Koblenz. Mit Michaela hat er mehrmals telefoniert. Sonst kennen sich die beiden nur vom Foto. Beide sind nervös. Hi, Michaela. Okay, das kennst du ja. Ja, ich bin ein bisschen nervös. Kein Problem. Aber schön, dass du hier bist. Ja, gut, dass alles geklappt hat. Ja. Und alles klar? Ja, doch. Ja. Das ist eine gute Fahrt hierher. Ja, eine Stunde hat es gedauert, ja. Ach, das geht ja dann noch. Ja. Auch Jens ist seit langer Zeit Single und auf der Suche nach der richtigen Partnerin.
an Michaela scheint er ernsthaftes Interesse zu haben, auch wenn sie keine Erfahrung mit Männern hat. Sie ist mir sehr sympathisch, sie ist optisch, passt sie in mein Profil. Und wir haben gemeinsame Interessen und sie gefällt mir. Und das ist überhaupt kein Problem, dass sie noch Jungfrau ist. Genau wie Michaela ist Jens ein zurückhaltender Mensch, der wenig ausgeht. Bis jetzt hatte er nur eine Beziehung. Sie dauerte anderthalb Jahre. Was ist denn so dein Musikgeschmack? Also ich höre gerne Rock. Okay. Und auch ja, dunklere Sachen wie Gothic. Okay. Aber überwiegend halt Buskraft. Buskraft. Handgemachte Musik. Handgemachte Musik. So kein Techno oder so. Okay. Ja, das passt ja. Ich bin ja auch so eher so, ja, so ein Heavy Metal Fan, sage ich mal. So, ja. Härtere Sachen. Ah, das ist das jetzt echt. Die beiden entdecken schnell immer mehr Gemeinsamkeiten. Was ist denn Ihr erster Eindruck von Jens? Also ich habe den Jens jetzt ja noch nicht so gut kennengelernt, aber der erste Eindruck sagt mir eigentlich, ist ein sehr sympathischer Mensch. Er redet viel, er redet auch gerne. Wir haben ähnliche Interessen und haben auch gemeinsame Themen gefunden. Trotz gegenseitiger Sympathie wird sich erst herausstellen, ob er der richtige Partner für Michaela ist. Bis jetzt war ihr keiner gut genug. Doch Jens scheint ihr wirklich zu gefallen. Ich könnte mir schon vorstellen, ihn auch öfter noch zu treffen. Und ja, warum soll nicht mehr draus werden? Ja, ich würde mich auch freuen, wenn wir uns noch öfters sehen. Und wenn sich was daraus entwickelt, ja, gerne, sehr gerne. Bei dem ersten Treffen ist es nicht geblieben. Jetzt, 5 Wochen später, sind sie noch intensiv in Kontakt. Vielleicht wird es ja die große Liebe.